Sauer. Das war das Wichtigste. Was? Wie viel Grad hast du? So, heute bei dem Bierushof mit ein bisschen einer verrückten Idee. Und zwar mit der Idee, Bier über dem Feuer zu brauen. Wie kommt man drauf? Naja, wir hatten irgendwann mal einen 200-Liter-Kessel, in Anführungszeichen Kessel, eine alte Milchwanne von dem Bauernhof gesehen und haben uns gedacht, wir wollen mehr Bier machen. Wie bringen wir das warme Zeug mit Feuer? Und dann entstanden die Gedanken, wie man dieses Feuer bändigen könnte, wie das funktionieren könnte, um da irgendwie ein ordentliches Bier rauszubringen. Wir brauchen ja Temperaturstufen und alles Mögliche. Deshalb kam es zu diesem Vorversuch. Schauen, ob man überhaupt Wasser zum Kochen bringen kann. Mit einer Feuerschale oder braucht man größeres Feuer? Interessante Fragen und es war gut, den Vorversuch zu machen. Weil irgendwann haben wir dann auch tatsächlich Bier über dem Feuer gebraut. Wenn euch das gefällt, einfach abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit unserem Vorversuch zum Feuerbier. Ja, zunächst mal muss man uns um die Milchwanne kümmern. Die sind normalerweise doppelwandig mit Isolierung, was eigentlich ideal ist, allerdings eben auch im Boden. Deswegen haben wir den Boden aufgeflext, die ganze Isolierung rausgeholt, damit danach das Feuer einheizen kann, aber der Rest der Isolierung isoliert. Das war das Brennholz. Jetzt war der Gedanke, wir müssen irgendwie diese Milchwanne überm Feuer montieren können. Das bedeutet, wir brauchen irgendeine Halterung, irgendein Gestell. Und die einfachste erste Idee war jetzt, naja, wir machen ein Dreibein, wie man es normalerweise auch kennt von diesen Feuerstellen, über denen man so einen Grillrost montieren kann. Das muss doch auch für unseren Bierkessel funktionieren. Dazu haben wir dann nun einfach einen Seilzug, also einen Kettenzug verwendet, um dann an das Dreibein unsere Milchwanne ranzumontieren und beweglich in der Höhe zu lagern, um dadurch die Hitze vielleicht variieren zu können. Könnte funktionieren. Ja, unser Holz vom Bierushof hat sich dann ein bisschen damit beschäftigt, was für Winkel wir da an das Holz schneiden müssen. Und der hat auch eine große Säge und hat ja auch das passende Holz dazu. Muss man ja auch irgendwie parat haben. Und wir haben das dann tatsächlich zu zweit in so einem Dreibein zusammengeschraubt, um einfach in einem unserer nächsten Braugänge parallel testen zu können, ob wir überm Feuer, über irgendeinem Feuer oder über was für auch immer wir ein Feuer brauchen, Wasser zum Kochen zu bringen. Ja, allerdings das Wasser nur zu kochen ist ja nicht genug. Man sollte ja auch irgendwie eine Möglichkeit haben, verschiedene Temperaturstufen für die Zuckerrasten abzufahren. Ohne das macht es gar keinen Sinn, anzufangen, Bier zu brauen. Deswegen gleichzeitig der Gedanke, mit diesem Flaschenzug irgendwie hinzukriegen, Temperaturstufen auch schon im Wasser mal vorab testen zu können, um zu sehen, ob das Ganze theoretisch zumindest funktionieren könnte.
Traumhaft. Ja, das ganze Gestell haben wir dann noch mit ein paar Querstreben verstärkt. Und so unprofessionell in Anführungszeichen das jetzt auch aussehen mag, es war wirklich super stabil und eigentlich war genau das das Ziel, das wir hatten. Ein stabiles Gestell für womöglich einen schweren Kessel, hier jetzt 200 Kilo, aber auf jeden Fall stabil genug, um das Ganze mal am Flaschenzug jetzt endlich montieren zu können, um erstmal zu sehen, ob das mechanisch überhaupt alles funktioniert. Und ja, es hat erstaunlich gut schon mal funktioniert, aber gut, dass man Vorversuche macht. Hier haben wir zum Beispiel schon mal gemerkt, wir brauchen da noch irgendwie ein Holzstück, einen Abstandshalter für das Band, mit dem wir den Kessel montieren. Der nächste Schritt war es jetzt, endlich mal in diesem Kessel Wasser zu kochen, zu sehen, ob das überhaupt Sinn macht. Ja, höchstens, dass man affiziert und brauchst, dass das Hitze da bleibt. Die mit Hitze bringst du schon her. Aber weißt du, wegen Wind und was weiß ich, du hast da ungleichmäßige Wärmequellen. Jetzt müssen wir die Wanne wegschieben, oder? Ach, du bist ja verrückt. Für die Hitze selber. An Hochtemperaturfühler quasi. Ich hoffe, dass er so hängen bleibt. Du hast messen wie heiß. Geil. Uns haben jetzt bei dem Versuch zwei Temperaturen interessiert. Oder anders gesagt, wir hatten die Möglichkeit, zwei zu messen. Einmal direkt unten am Feuer, um zu sehen, wie viel direkte Hitze wir da reinbringen. Irgendwie bestand bei uns eine Angst, dass das anbrennen würde am Boden. Allerdings hätte man das Problem ja auch in jedem anderen Kessel mit einer heißen Heizwendel. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Temperatur direkt im Kessel gemessen. Für die Milchwanne selber hat man auch einen Deckel und wir hatten das Gefühl, den werden wir wohl auch brauchen müssen. Herrgott, 200 Liter Wasser warm zu machen, braucht doch eine Menge an Energie. Berechnet man jetzt das aber theoretisch, wie viel Holz man bräuchte, landet man bei relativ niedrigen Kilobeträgen an Holz, die man verfeuern müsste. Deswegen haben wir erstmal eine kleine Feuerschale genommen, so wie man sie hier sieht, um zu testen, wie weit wir denn mit dem kleinen, einfachen Konzept kommen. Ja, und dann ging's los. Wir haben eingefeuert. Schönes Feuerchen gemacht in einer ganz schlichten, einfachen Feuerschale. Die Menge an Holz hätten wir da locker rein und durchgebracht. Wir waren guter Dinge, dass da jetzt schon irgendwas funktionieren wird und haben uns erstmal die ganzen Temperaturen angeschaut, wie sie sich entwickeln. Gas war super heiß, unten das Feuer hat gut ausgeschaut. Oben die Temperatur im Wasser stieg dann auch ganz allmählich. Ja. Ach, das hat doch mehr wie 30 Grad. Das Thermometer. Ach, das sagt, wir haben 30 Grad. Ja, ich denke, man hat es jetzt schon gehört. Es machte sich etwas Ernüchterung breit. Die Temperatur stieg, aber erst mal langsam. Stundenweise ein paar Grad. Es war nicht so erfolgsversprechend. Okay, kein Problem. Wir fangen an, mehr und mehr Holz reinzupacken, die Feuerschale mal so richtig anzufeuern, um zu sehen, ob die Holzmenge hier viel verändert oder ob man da damit irgendwas variieren kann, was die Menge an Feuer, Schrägstrich Hitze betrifft, die man denn in das Wasser reinbringt. Ja, wir müssen einen gescheiten Ofen bauen. Das ist mal das Wichtigste. Wie viel Grad das hat? Ja, die Essenz von dem ersten Versuch war dann ganz klar. Wir brauchen einen anderen Ofen.
Wir haben dann irgendwann eine große Feuertonne geholt, die wir viel besser ankoppeln konnten an das ganze Gestell oben, das heißt an die ganze Milchkanne. Und da damit konnte man wirklich das Wasser so richtig zum Kochen bringen. Gesagt, getan. Wir haben den anderen Ofen gebaut und den erstmal eingebrannt und getestet, ob es mit dem funktioniert. Warum jetzt kommen? Mit dem Stein? Nee, da ist ein bisschen Abstand. Da, weil das ist ja wirklich so, dann die ganze Hitze wird es ja nicht aushalten. Bei dem Ofen war dann klar, er muss so groß sein wie eine Tonne, er muss ordentlich Holz vertragen können, man muss ihn richtig einfeuern können, deswegen auch die Abstandshalter unten. Und wir haben zusätzlich auch noch ein Ofenrohr dazu gebaut und es war auch klar, das werden wir an die Seite montieren, um nach oben hin immer einen guten Zug zu haben, um richtig Hitze in dieses Wasser reinzubringen. Damit konnten wir uns jetzt erstmal trauen, einen ersten Brauversuch über dem Feuer zu machen. Aber dazu später mehr. Hoppe ich das kurz noch. Ja, jetzt kommt das Fichtenmoppet. Ja. Das ist mein halbes Eis, ich bin der 15. Einfach aus der Dienerkette, ja. Genau.